So, einen wunderschönen, ja, willkommen zu, ja, Doom Eternal. Doom Eternal einfach. Nein, meinst du das Eternal, wie auch immer man das ausspricht? Starten wir einfach mal. So, ja, das war der, glaube ich. Muss ja. Oder? Hatte ich jetzt wieder auf dem falschen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch technisch gesehen eigentlich komplett egal. Ja, von daher einfach mal reingehen. Einfach mal reingucken, ob es da richtig ist. Ich müsste mir mal so eine Liste irgendwie im Bildschirm kleben, welche Nummer, welcher Server ist. Ich meine, wenn sich Fremde mit den Servern verbinden, ist ja kein Problem. Doch, ist richtiger. Die sind aber die Namen. Da ich mich aber direkt hier im lokalen Netz verbinde, muss ich mich direkt mit der IP und dem Port verbinden. Ja, da muss ich dann mal gucken. So, Inventar ist leer. Sehr schön. Das heißt, wir können direkt zu unserer Behausung gehen. Beziehungsweise die entstehende Behausung. Da arbeiten wir gerade dran. Das wird doch das Projekt, was wir die 4 Folgen lang machen. Ich später Link. Ja, von daher. Wir können auch mal hier das Feld ein bisschen umgraben. Fällt mir gerade hier mal so, wo ich gerade hier so bin, auf. Die Frage ist, ist es alles schon fertig gewachsen? Das sieht hier so aus. Nein. Nein, ist es nicht. Danke dafür. Gut. Dann, ja. So sieht es nämlich aus, wenn es fertig ist. Können wir gleich mal wieder reinpacken. Sonst sieht das da scheiße aus. Boing. So. Genau, okay. Okay, die Wände hatte ich auch schon fertig. Das war mir jetzt gar nicht mehr so denkenderweise bewusst, aber gut. Oh! So. Ah! Schau mal an, wir haben einen Gast, wir haben Besucher. Okay, erstmal nochmal dran erinnern, wie wollten wir das hier getun haben? Irgendwo hatten wir. Gott, warum waren das? Wir wollten ja Querbalken rüberlegen, die immer quasi das gesamte Ding umspannen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, in welche Richtung wir das ausrichten wollten. Wahrscheinlich. Ja, die einzige sinnvolle Richtung heißt also so lang. Das heißt, in die Richtung, hier in die Richtung, kann jeder zweite Stück Pfeiler weg. Das heißt also zum Beispiel der hier. Und der, die mitten in den Räumen stehen, die können dann weg. Die brauchen wir dann nicht mehr. Da sind die Räume nämlich ein bisschen räumlicher. Deswegen geht es nämlich auch nicht in diese Richtung, weil hier haben wir eine ungerade Anzahl. Da hätte ich hier 2. Würde zwar auch gehen, muss aber nicht sein. So, das heißt, die hier können richtig auch weg. Dann ist unsere Küche ein bisschen offener. Ist doch mal ganz geil. Ich habe gar nicht geguckt, ob meine Kamera überhaupt läuft. Also ob die gut läuft. Fällt mir gerade auf. Doch, läuft gut. Sehr schön. Okay. Jetzt kommt in der Aufnahme doch quasi trotzdem. Würde es zwar keinen Grund dafür geben, aber weiß ja immer, wie es ist. Okay. Okay, da brauchen wir Holz. Wir haben unsere Sachen noch gar nicht aus den Kisten geholt, wir sind gerade auf. Ja klar, wir bauen hier einfach mit den Sachen weiter, die wir hier abbauen. Scheiße. So, haben wir hier hinten eine Tür provisorisch? Nein. Ich werde dich mal hier rüber. Wobei doch hier hat man einen Durchgang gemacht. So schön. Stimmt ja eben, wir haben hier Bäume gepflanzt, damit wir dann gleich Holz haben. Dann werden wir uns davon auch gleich mal ein bisschen was begnügenderweise mitklappen. Egal, ich mache das Wort nicht zu Ende. Ich mache vor allem das Wort nicht zu Ende. Alter, was ist denn heute schon los? Oh, erst war ich gestern so bei Doom komplett neben der Spur, jetzt bin ich wieder sprachtechnisch hier bei Mindtest neben der Spur. Irgendwie ist die Woche einfach zu warm. Und vor allem, je schlimmer ist, es soll noch wärmer werden. Das heißt im Klartext, ich bin gefickt.
So, haben wir hier noch ein Bäumchen. Okay, wir haben ja noch ganz viele Bäumchen, mal ganz davon abgesehen. Das ist ja das Besondere an der Baumfarm, da wachsen mehrere Bäume. Wir brauchen echt mal stärkeres Werkzeug. Wir müssten uns irgendwie mal echt mal auf so eine Tour begeben, hier, ne? Ein bisschen Eisen farmen und so. Ich glaube mal, das wäre ganz angebracht. Damit wir hier auch als Single-Let's Player, ne, ein bisschen mit Mineralien haben. Ich meine, klar, ich könnte jetzt aus unserer Multiplayer-Hütte da Materialien holen, aber nee. Ich würde die beiden Let's Plays, also unser Gruppen-Let's Play und hier unser Single-Player-Let's Play, doch schon gerne ein bisschen trennen voneinander. Erstens haben wir schon getrennt angefangen. Außerdem finde ich es privat doch ein bisschen blöd, wenn wir da irgendwie Let's Play Together machen und dann die anderen mit dem Let's Play quasi aufhören und dann bei der nächsten Let's Play Together Runde auf einmal Sachen anders sind, als sie es beim Verlassen hatten. Von daher trennen wir das mal lieber ganz schön. Also müssen wir uns hier selber auf eine Rohstoffsuche begeben, um hier Eisen etc. zu haben. Was hier aber nicht das Problem ist, wir müssen das halt nur irgendwann tun. Ja, ich weiß, über mir ist noch Holz. Ich komme da nur nicht mehr. Doch, ich komme rein. Sehr schön. Easy. So, der letzte Baum. Die anderen müssen erst noch wachsen. Ah, ne, das ist ja. Ne. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch ein Baum, aber ist ja so ein Orangenbaum. Und da hört auch schon mein Rechner auf, so warm wie es ist. Und der ist schon erste nachgewachsen, so warm wie es ist. Oh, Alter, die ersten paar sind schon nachgewachsen. Lol. Lolorov. Übrigens nicht wundern, wer sich mit meiner IP verbinden möchte, dem mag es vielleicht schon aufgefallen sein. Ich habe mittlerweile noch einen kleinen privaten Server, also wenn sich jemand versucht mit dem Server zu verbinden, der hinten die Portnummer 15 hat bei mir. Ja, ihr werdet immer rausfliegen wegen Passwort, weil das Ding hat ein Default-Passwort, weil das ist ein familieninterner Server. Speziell gemacht für meinen Bruder, der hatte eine Singleplayer-Map und wollte darüber auch, wenn er unterwegs ist, zugreifen. Und da er keinen Plan hat, wie er sich bei sich einen Server einrichtet, Ted, deswegen habe ich ihm kurzerhand angeboten, dass ich den Server für ihn hoste und dementsprechend habe ich jetzt noch einen Server auf Port 15 laufen. Den könnt ihr zwar sehen, weil der ist in der Liste drinne, damit er halt sich auch verbinden kann. Aber ihr könnt euch damit halt nicht verbinden, wenn ihr das Passwort nicht kennt. Von daher, ja, ist das so. Warum ist hier eigentlich Laub drin? Laub sollte doch hinten in der Laubkiste drin sein. Oder ist die schon voll? Ah, geht so. Geht so, geht so. Okay, wir haben noch ein bisschen Holz. Dann gehen wir mal hier gleich wieder rein. So, mir fällt gerade auf, wir haben den Fußball auch noch gar nicht gemacht. Der Fußball ist ja noch komplett Gras. Ich meine, könnte man so lassen, ne? Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, ne? Aber ich glaube mal. Oder man könnte so tun, dass es ein Teppich ist. Ne? So ein Musterhafter. Das klingt irgendwie falsch. Teppich mit Muster halt, ne? Wisst ihr schon. So, dann ziehen wir mal hier erstmal direkt die Pfeiler hoch, Fragezeichen, oder machen wir erstmal die Zwischenwände? Ne, komm, wir ziehen erstmal die Pfeiler hoch. Die Pfeiler. 3. Schwanz. 1, 2, 3.
1, 2. Könnte ich die beiden eigentlich auch rauslassen? Das sieht das so gewollt und nicht gekonnt aus, wenn hier irgendwie so zwischenzeitlich der Dockpfeiler drin sind, obwohl man die nicht braucht. Ja, von daher nehmen wir die mal komplett raus. So. Dann haben wir hier nur in der Mitte die Stützpfeiler und dann gehen nämlich hier die ganzen Balken rüber und haben dann nämlich so einen Bogen drin. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den designen werde. Da werden wir wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen, bis das einigermaßen brauchbar aussieht. Aber wir werden es auf jeden Fall mal versuchen und ja, dann mache ich jetzt die Zwischenwände komplett. Bei den Zimmern würde ich auch eine Vollwand durchmachen, also ohne Fenster. Damit die Leute beim Geschlechtsverkehr ihre Ruhe haben. Kennt man ja. Ich mache auch den ganzen lieben langen Tag nichts anderes als die Pfortpflanzung zu revolutionieren. Ups, danke dafür. Danke dafür. Easy peasy, lemon squeezy. Ja, achso, hier kommt ja noch so. Doch, lass ich so. Sieht gut aus. Das Einzige ist, ich überlege gerade, ob wir das nicht komplett symmetrisch, sondern halt, ja, punktsymmetrisch, wer sich damit mit Mathematik auskennt. Es gibt ja einmal die Spiegelsymmetrie und einmal die Punktsymmetrie. Und das hier ist quasi nicht spiegelsymmetrisch machen, sondern punktsymmetrisch. Das heißt, die Tür hier kommt weg und stattdessen kommt hier die Tür hin. Also da können wir nämlich das Inventar in den Räumen einfach 1:1 von da nach da drehen. Nicht ganz, wir müssen natürlich darauf aufpassen, weil hier sind die Fenster quasi auf der rechten Seite, während dort die Fenster auf der linken Seite sind. Das heißt, darum müssen wir schon, wenn wir die Räume wirklich gleich gestalten wollen, müssen wir die Räume dann auch so gestalten, dass sie mit beiden Seiten klarkommen. Aber wie gesagt, Innenausstattung ist sowieso nicht dran, da gucken wir dann. Vor allem nur die Räume sind halt, ne? Heißt ja nicht, dass das Inventar, die Möbel auch komplett symmetrisch sein müssen. Das eine hat ja mit dem anderen jetzt erstmal per se nichts zu tun. So, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, was ist hier los, Alter? Bei dem einen zu viel, bei dem anderen zu wenig, obwohl ich extra mitzähle. Das geht doch nicht. So, jetzt haben wir hier die beiden Räume schon mal geräumt. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das mit dem Tisch machen. Also hier ist ja die Küche, also soll da so eine offene Küche sein. Die Frage ist, ob sie wirklich komplett offen ist oder ob ich die Wand hier erstmal ziehe, aber nur bis zu einem bestimmten Bereich. Zum Beispiel so bis hier so. Na? Dann haben wir hier hinten quasi Lagerbereich, der auch geschlossen ist, damit man hier den von außen so, ich sag jetzt mal, nicht sieht. So, und haben dann hier quasi einen offenen Bereich. Ne? Doch, das sieht gut aus. Doch, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das ist perfekt. So, da hat man hier nämlich so Lagerbereich für halt Lebensmittel und so Scheiß. Und hier vorne so die ganzen Öfen und was dann halt noch so sinnvoll wäre. Gut, hätten wir das also auch. Tja, jetzt kommt der Fußball dran. Erstmal. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was wir als Fußball machen. Oh mein Gott, sie kommt näher. Oh mein Gott, sie ist da. Ach, haben wir alles protected? Ja, alles geschützt. Oh mein Gott. Holt eure Waffen raus. Wir müssen die angreifen. Holt eure Schwerter. Unsere. Eure Schwerter. Attacke! Ich werde dich verhauen mit dem Stock. Spaß. Fußboden. Okay, aus welchem Material machen wir Fußboden? Hatte ich da schon was geplant gehabt? Wir können ja mal hier was machen. Keine Ahnung, wie das aussieht von der Farbgestaltung her. Okay.
Könnte ein bisschen zu dunkel werden, oder? Weil das Holz ist ja extrem dunkel, ist ja hier, ne? Ist ja so ganz, 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 ganz dunkel. Müsste man überlegen, oder eigentlich wollte ich hier helles Holz nehmen für den Fußboden, oder? Oh mein Gott, sie kommt. Aber versteckt euch, versteckt euch! Sie wird uns nicht sehen. Sie ist an der Tür, sie ist an der Tür. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus, sie wird uns sehen. Hallo? Da ist sie, da ist sie. Sie hat eine Rüstung an. Oder er, keine Ahnung, ob es er oder sie ist. Sorin klingt für mich jetzt erstmal wie so ein Mädchenname, von daher, ne? Für mich sind per se sowieso erstmal alles Mädchen. Sie wird uns foltern und vergewaltigen. Guckt euch sie an. Guckt sie euch an. Wie sie da steht. Leider kann man nicht mehr zoomen oder sowas. Da brauchen wir ja dieses Map-Pack. Das Ding. Ah. Brauchen wir Eisen. Wie sie da steht und uns beobachtet. Ich weiß, sie will unser Fleisch. Also nicht unser Fleisch, das wir gelagert haben, sondern uns als Fleischration quasi. Ne? So mit kannibalistischen Hintergedanken und so. Oh. Sobald wir uns bewegen, merkt ihr es. Oh mein Gott, 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 sie kommt, ach du Scheiße. Was macht sie jetzt hier die ganze Zeit? Ich habe ein bisschen Schiss. Oh mein Gott, die kommt zurück. Oh mein Gott. Oh, sie kommt. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Alter. Nein. Oh, sie kommt. Fuck die, fuck die, fuck die, fuck. Fuck die, fuck. Ah. Okay, sie geht jetzt weg. Warum fehlt die Erde? Ist das die Falle hat sie gerade gelegt, ne? Damit wir hier, wenn wir hier so lang schleichen, so plump reinfällt und dann, ah, oh, ich komme nie wieder raus. Hilfe! Müssen sie beobachten. Scheiße, ich sag's doch. Müssen sie beobachten. Das Problem ist, die Gräser sind so hoch, man sieht sie gar nicht mehr. Wir müssen diesen Sapling hier retten. Gerettet. Was wird sie tun? Sie baut da irgendwas. Muss das Ganze hier reinschleichen. Sieht sie uns? Sieht Hat sie uns gesehen? Hat sie uns gesehen? Oh mein Gott, sie battelt sich da unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schaut sie euch an, diese kleine. Ja, danke, Grashalm. Ich. I appreciate that. Sie sieht uns nicht. Weg, weg, weg. Hallo? Ah, sie springt rum, sie macht gerade den Paarungsruf. Noch sehen wir sie. Ja, durch das Loch durch, das heißt, sie sieht sie uns nicht, außer unsere Beine, die interessiert keinen.
Oh mein Gott. Da ist sie. Guckt sie euch an. Wie sie da steht. Mit ihrer hellblauen Rüstung. Sie strahlt in der Dunkelheit. Ist er weg? Oui. Si, si, sonst noch. Oui, oui. Ja, was baue ich hier wohl? Als wenn man das nicht sehen würde, hier, dass das ein Haus werden soll. Intelligent wie ein Traktor. Nee, ups. Diese. Das ist Gebot von Satan. Ich brauche Sand. Die ist gerade sowieso weg, sie sieht uns nicht mehr. Das heißt, wir können ein bisschen uns einen Bunker bauen. Hier fehlt viel Aussand. Was ist denn hier los? Na gut, komm, auf mit dem Spiel rein hier. Das dauert, das ja. Artet hier aus. So. Genau. Also, wir hatten gebaut da das weiße Holz. Wir hatten überlegt, wir nehmen weißen Holz hier. Oder hat man das überlegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ja. Vor allem, wenn wir das weiße Holz nehmen, brauchen wir davon eine ganze Menge. Und hier wächst in der Nähe nichts. Ich dachte, weil du hinter Baum versteckt hast oder so. Ich dachte, du möchtest mich essen. So, ja, das heißt, wir versuchen einfach mal hier mit dem dunklen Holz. Hatte ich nicht noch ein Stack gehabt? Wir versuchen einfach mal hier mit dem dunklen Holz ein bisschen rumzuprobieren. Einfach mal hier so eine Ecke machen und mal gucken, wie es aussieht. Wenn es scheiße aussieht, können wir das immer noch entfernen. Zwiebeln, Alter, so weit auf eure Reich. Überall Zwiebeln. So, und letzte Game. Ist hier etwas von unserer Befürchtung, dass wir dachten, dass sie uns essen möchte, so erschüttert gewesen? Verstehe ich gar nicht. Ups. Sieht das gut aus? Fragezeichen? Doch, das geht. Das kann man machen. Hä? Jetzt wieder am Spawn? Lol. Ha, doch, sieht erstmal gut aus. Also hier, ne, so rein, so optisch gesehen, kann man das auf jeden Fall machen. Gut, machen wir das auch. Weil das Problem ist, alle anderen Holzsorten, gerade wenn wir das helle machen, das Holz hell machen wollen, dann müssen wir halt wahrscheinlich extrem weit erstmal laufen. Oder uns erstmal hier vor Ort Bäume züchten. Siehst du, genau, haben wir eigentlich von diesen hellen Bäumen Saplings. La 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 la. Oh, die Spur ist abgestorben. Nö, wir haben nur noch. Ach doch. Ah, die ist Truppen Sapling. Gut, also wahrscheinlich doch Truppenholz. Gut, dann machen wir das Ganze mit Truppenholz. Ups, das war jetzt voll intelligent, ernsthaft, also
Ich bin entzückt von die Wissenschaft. Haben wir keine Schippe? Mann, Alter, ich spiele nur am Rumrennen hier. Spatz. Schippe. Alter, wir müssen Mineralien suchen, Alter. Das geht aber gar nicht. Alter. Okay, komm, fuck auf hier. Wir suchen erstmal ein bisschen Mineralien. Das geht ja hier so nicht weiter. Das ist ja hier. Das ist ein Zustand, ist das ja. Das heißt, wir brauchen Verpflegung. Sollte reichen. Alter, wie viele Zwiebeln wir einfach haben, ey. Das ist doch schlimm. Das nehmen wir wieder als Notfallration mit. Ja, Schwert haben wir eh kein. Doch, haben wir. Schau mal einer an. Wir haben ein Schwert. Warum sagt das denn keiner? Wir nehmen auf jeden Fall ein paar Stickies mit. Die können wir auch gleich mitnehmen. Und dann ein bisschen Gestein. So ungefähr. Beziehungsweise, ja doch. Easy. Sollten wir eigentlich soweit alles haben. Mal gucken, ob wir hier gleich eine Höhle haben. Das sieht nämlich so aus. Ja doch, das sieht doch geil aus. Zum Glück ist das nicht der Carpet-Map-Gen, wo wir so ewig lange suchen. Ach, das war doch die Höhle, die wir bereits erforscht hatten, die so kurz war, oder? Oder? Nee, doch nicht. Geht doch weiter runter. Sehr schön. Die Frage ist nur, wie weit? Komm, ruf damit dir. Hatten wir echt noch kein Eisen und so gefunden? Ich meine, die Höhle, in der Höhle waren wir hier offensichtlich schon. Oder jemand anderes war hier drin. Das kann natürlich auch sein. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Wir haben Fackeln vergessen. Oh, wir haben die Fackeln vergessen. Ich könnte mich wieder in den Arsch treten, Alter. Das ist doch gar nicht. Ey, ja, wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Entweder sollt ihr Fackeln mitnehmen oder Holz. Kohle. Aber ohne beidem loszugehen, wo ist jetzt der Ausgang? Hallo? Denn nur der Ausgang. Von da kamen wir genau. Aber gar nichts mitzunehmen, also keine Fackeln und. Ne, komm, Alter, wie nehmen wir von hier? Ne, Kohle haben wir ja hier mal genug zum Glück. Someone left the game. Ja, dann left doch the game. So, dann bauen wir uns erstmal ein paar Fackeln. Naja, 12 Stück besser als nichts. Hier geht es schon wieder hoch, ist also definitiv nicht das, was wir suchen. Ah, hier geht wieder runter. Sehr schön. Oha. 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 Sollte ich einfach mal runter? The question is, können wir denn noch wieder hoch? Ich meine, wir haben Gestein dabei. Das heißt, wir könnten uns zur Not hochbauen. Ah, boah, Alter, Scheiße. Fuck, wir brauchen mehr Kohle. Wir brauchen definitiv mehr Kohle. Wir müssen mal hier beim Runtersteigen auch aufhalten nach Kohle. Irgendwie, dass wir Kohle abbauen können. Alter, wie tief geht das hier runter, bitte? Gibt's immer mehr Ende? Oder donnerndes Wasser. Hier ist ganz viel Wasser. Und Kohle. So, dann bauen wir die Kohle gleich mal ab. Denn die Fackeln, die wir haben, sind schon wieder leer. Also schon wieder fast leer. Mann, jetzt komm ich. Schwanz mit Ohren. So, okay, wir folgen einfach mal dem Wasser. Ich hoffe, das ist eine ganz gute Idee. Ich weiß noch nicht genau, wo wir rauskommen.
Gut, also unser Kohleproblem wird damit schon mal gelöst. Kohle haben wir jetzt ein bisschen. So, ich warte am besten, ich gucke gleich mal eine Folgenpause hier. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter, ob wir hier noch ein bisschen auf was Brauchbarem stoßen oder ob das hier das schon war. Ja, gut. Okay, wir barrikadieren uns mal hier so. Ab in die Ecke. Und dann würde ich mal sagen, ja, schau mit V. Bis dann irgendwie. Na, tschüss.